Hallo und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um meine Summer TBR, was ich im Sommer so lesen möchte. Das sind eigentlich alles sommerliche Bücher, die so Beach House Vibes oder irgendwas in die Richtung Vacation Vibes, halt Sommer Vibes haben. Ein paar davon hatte ich schon zu Hause, ein paar habe ich mir jetzt extra gekauft. Ein paar davon werde ich auf dem Kindle lesen, ein paar davon werde ich mir auf jeden Fall noch bestellen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Eine Wildung Mischung aus allem. Und ich würde sagen, ich fange mit den Büchern an, die ich hier zu Hause liegen habe. Oder nee, ich gehe einfach meine Liste von oben nach unten durch, sonst vergesse ich irgendwas. Das erste Buch ist, das will ich schon richtig lange lesen, Love and Gelato von Jenna Evans Welch. Was mich so richtig daran gepackt hat, oder nicht gepackt hat, aber so richtig interessiert hat die letzten Monate, warum ich da jetzt noch mehr Lust drauf habe, ist, dass ich herausgefunden habe, dass es gleichzeitig Mystery ist, also ein bisschen Mystery und Romance. Das finde ich super, super interessant, deswegen ist das auf jeden Fall auf Platz 1 und ich habe es auf jeden Fall schon in meinem Warenkorb, mal gucken, wann ich es bestellen werde. Das nächste ist der Rest der Summer I Turn Pretty Reihe. Also ich habe 2 und 3 noch hier. Oder 2 und 3, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge es ist. Aber ich habe die beiden auf jeden Fall noch hier. Das erste Buch habe ich ja nicht so gut bewertet, aber ich möchte trotzdem die anderen noch lesen, weil erstens Summer Vibes. Also ich hatte in dem ersten Buch richtig Summer Vibes und das war auch einer der Gründe, warum ich es dann doch noch einigermaßen okay bewertet habe. Aber ja, ich bin gespannt, wie die beiden sind, ob ich die lieber mag oder auch nicht. Vielleicht kommt man dann ein bisschen mehr in die Charaktere rein. Ich finde es halt gut, dass der Text so groß ist und dass er nicht so viele Seiten hat. Also man kommt da relativ schnell durch. Also die beiden möchte ich auf jeden Fall im Sommer lesen. Was ich auch schon richtig lange lesen möchte, ist Beach Read von Emily Henry. Auch das ist schon im Warenkorb. Das ist das letzte Emily Henry Buch, was ich jetzt noch nicht gelesen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das ist. Das ist ja auch von vielen der Favorite. Also mal sehen. Ich habe ja auch gerade Happy Place gelesen und das fand ich auch richtig, richtig gut. Im Moment ist das mein Favorite Emily Henry Buch. Ich habe das Gefühl, alle Emily Henry Bücher sind sehr Summer Vibes. Dann habe ich ein Buch bestellt. Ich habe das noch gar nicht aufgemacht, weil eigentlich wollte ich warten, bis die anderen Bücher da sind. Oder bis ich noch mehr Bücher bestellt habe und dann alle zusammen ein Video öffnen. Aber ich öffne das jetzt hier in dem Video einfach. Und zwar ist das Meet Me at the Lake von Carly Fortune. Ich habe letzten Sommer Every Summer After gelesen. Ich fand es okay, aber ich fand es tatsächlich gar nicht super, super gut, weil da war ein Trope, den ich nicht so gerne mag. Aber ich dachte, ich gebe ihr jetzt nochmal eine Chance und bestelle das ihr neues Buch. Aber dann, nachdem ich das bestellt habe, habe ich Videos gesehen von Leuten, die das schon gelesen haben, die das dann nicht so gut bewertet haben. Und eine Person meinte auch, dass da der gleiche Trope vorkommt wie in Every Summer After. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen traurig und wir werden sehen, ob ich es mögen werde oder nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann circa wie Every Summer After wird. Ich habe Every Summer After trotzdem 4 Sterne gegeben, weil alles andere an dem Buch fand ich richtig gut. Außer dieser eine Trope, der passiert ist. Ich bin gespannt. Als nächstes habe ich When in Rome von Sarah Adams. Das ist auch schon in meinem Warenkorb. Ich habe sehr, sehr viel Gutes über das Buch gehört in den letzten Wochen. Und auch über das Buch, was danach kommt. Also, wie heißt es? Practice Makes Perfect, glaube ich. Die würde ich auf jeden Fall beide gerne lesen. Aber am liebsten When in Rome natürlich als erstes diesen Sommer. Da geht es halt um einen Popstar, die jetzt nicht mehr so viel Lust hat, glaube ich, auf das Ganze. Und das alles zu viel wird. Und dann geht sie nach Rome. Aber nicht in Italien, sondern in Kentucky. Und dann trifft sie da jemanden und der Main Character backt. Das weiß ich auch. Mehr weiß ich nicht. Aber ich habe sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Deswegen ist das auf jeden Fall meiner TBR für den Sommer. Dann habe ich One Italian Summer von Rebecca Serle. Ich habe keine Ahnung, worum es handelt. Aber da sind die Wörter Italien und Sommer drin und mehr brauche ich, glaube ich, nicht, um mich zu motivieren, das zu lesen. Wie gesagt,
Ich werde das wahrscheinlich auch erst noch bestellen. Ich habe das leider nicht hier. Aber yes, das ist auf der Leseliste. Dann habe ich, gestern war ich im Buchladen und habe mir zwei Bücher gekauft, zwei neue. Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug. Eigentlich bin ich da gestern hingegangen, um entweder Beetroot zu kaufen, das gab es aber nicht, oder Schmetterlinge im Kopf. Heißt das so? Bauchschmerzen im Kopf. Gut, ist ja fast das Gleiche. Gab es aber leider beide nicht und dann dachte ich mir, gut, dann kaufe ich mir halt zwei andere Bücher. Da habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet, dass es dann so ein bisschen Summer-Vibes hat. Auf jeden Fall spielen die beiden im Sommer, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwas ja, mit Sommer zu tun hat. Außer, dass es halt im Sommer spielt. Aber ich meine jetzt so, ich mag halt gerne Bücher lesen, wo die irgendwie so in einem Beachhouse oder Lakehouse sind. Oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, das sind sie jetzt nicht. Auf jeden Fall das eine überhaupt nicht. Und das andere, keine Ahnung. Das erste, was ich gekauft habe, ist von Paige Toon, Only Love Can Hurt Like This. Und jedes Mal, wenn ich den Titel lese, fange ich an, in meinem Kopf zu singen. In dem Buch geht es um Ren, die merkt, dass ihr Verlobter sich in jemand anderen verliebt hat. Und dann geht sie zu ihrem Vater und ihrer Stieffamilie, um den Sommer da in Indiana zu verbringen, auf einer Farm. Ich habe auch noch nie so Country Romance gelesen, also ich weiß nicht, ob das Country Romance ist, aber ja, ich bin gespannt. Es spielt auf jeden Fall im Sommer und es soll Earth Shattering sein. Nee, Life Changing. Super, nehme ich doch. Das hört sich sehr gut an. Und dann habe ich von Laura Taylor Namy. Ich habe das Buch noch nie gesehen, aber ich fand, das sah richtig süß aus. A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow. Das spielt auch im Sommer, aber in England, I think. Ja, ein Sommer in England. Sehr wenig Sonne. Aber es ist trotzdem Sommer und ich liebe England. Und ich dachte mir, das ist doch ganz gut. Ich finde, die beiden Bücher sehen auch richtig cute zusammen aus. Ich hatte die gestern so zusammen stehen und ich finde blau und Pink, das passt super gut zusammen. Sieht sehr süß aus. Das waren auch alle Bücher schon, die ich zu Hause habe. Dann habe ich noch drei andere Bücher. Die habe ich alle in so TikToks gesehen, wo die meinten, dass das Summer Reads sind und die sich das aufheben für den Sommer. Das erste ist Good Girl Complex von Elle Kennedy. Und ich liebe Elle Kennedys Off-Campus-Serie. Und Briar U habe ich auch schon angefangen und die liebe ich auch. Ich weiß nicht, was Elle Kennedy in diese Bücher gepackt hat, aber ich fliege durch diese Bücher durch und ich liebe, liebe, liebe die. Es geht so schnell, die zu lesen. Und ich bin einfach dann immer so addicted und kann gar nicht aufhören, die zu lesen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das bei dem Buch genauso ist. Dann habe ich noch Summer of Broken Rules von K.L. Walter. Das habe ich auch schon in meinem Warenkorb. In dem Buch geht es, glaube ich, um eine Familie, die jedes Jahr auf eine Insel reist und da irgendwie so ein Spiel spielt. Ja, mehr weiß ich auch nicht so genau, aber das hat sich gut angehört. Und dann habe ich noch einmal Vacation Wars von Meghan Quinn. Ich habe noch kein Meghan Quinn Buch gelesen, habe aber sehr viele Bücher von ihr auf meiner Leseliste. Und Vacation Wars hört sich nach Urlaub an, hört sich nach Sommer an. Mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht über das Buch. Das ist das Einzige, was ich darüber weiß, weil ich habe das nur in einem TikTok gesehen und dachte mir, komm. Das lese ich. Und das sind die ganzen Bücher, die ich über den Sommer lesen möchte. Wenn es klappt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann hebe ich mir die auf. Ich glaube, das ist machbar. Der Sommer ist ja nicht nur ein Monat, es sind ja ein paar mehr. Juni, Juli, August, September. Manchmal ist es im Oktober ja auch noch Sommer. Feelings, weil es noch so warm ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie schnell, wann ich das schaffe, die zu lesen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche von den Büchern lesen möchtet oder was eure Summer Reads für dieses Jahr sind, was ihr unbedingt lesen wollt im Sommer. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen Inspiration sammeln für meine Leseliste für den Sommer. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns Samstag zum nächsten Video. Tschüss!